In diesem Video erfahren Sie, wie Sie in Lightroom Bildimporte zusammenfassen können. Die zuletzt importierten Bilder in einem Katalog finden Sie jeweils unter Vorheriger Import. Das ist eine sehr nützliche Funktion, weil es sich empfiehlt, die importierten Bilder möglichst schnell zu verschlagworten. Wenn Sie keine Zeit dafür haben oder größere Mengen Bilder importieren, zum Beispiel auch von mehreren Speicherkarten, dann können Sie auf die Smart-Sammlung ohne Stichwörter zugreifen und finden dann die Bilder, die noch nicht verschlagwortet sind. Häufig bekommen die Bilder aber nicht nur ein Stichwort, sondern mehrere zu verschiedenen Kriterien und dann wird es schwieriger, die noch nicht behandelten Bilder sauber voneinander von den anderen zu trennen. Daher können Sie beim Import dafür sorgen, dass Sie die neuen Bilder wieder finden. Und zwar am einfachsten über eine Sammlung. Wenn Sie also neue Bilder importieren, beispielsweise von einem Ordner, hier stellvertretend für zwei Speicherkarten, dann können Sie hier diese zu einer Sammlung hinzufügen, beispielsweise die Schnellsammlung, oder Sie erstellen eine neue weisen diese als Zielsammlung zu und importieren dann die Bilder. Beim nächsten Ordner wählen Sie dann wieder dieselbe Sammlung aus importieren und können dann über die neu angelegte Sammlung, Sie sehen, zuletzt waren 19 Bilder importiert und unter Neu haben wir jetzt alle von beiden Speicherorten importierten Bilder beisammen und können diese nun verschlagworten.